und wieder mal herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Gleich vor meiner Haustür in Oberschwaben liegt das Dörfchen Steinhausen. Und Steinhausen ist ein Ortsteil von Bad Schussenried. Dort steht sie, die wohl berühmteste Kirche von Oberschwaben. Und sie wird auch oft die schönste Dorfkirche der Welt bezeichnet. Die barocke Wallfahrtskirche St. Peter und Paul wurde von 1728 bis 1733 errichtet. Und sie ist die Hauptsehenswürdigkeit der Oberschwäbischen Barockstraße. Erbaut wurde die Wallfahrtskirche von Dominikus Zimmermann. Er gab 1727 den Entwurf dem Abt des Klosters Bad Schussenried. Ich finde, einen Anstrich hätte die Kirche jetzt auch mal wieder verdient, weil, naja, untenrum sieht die Kirche auch nicht mehr so toll aus. Ach ja, Anstrich, wenn euch mein Video bis hier schon gefällt, gebt mir doch gleich einen Daumen nach oben. Oder abonniert doch gleich meinen Kanal. Danke! Naja, wenn es von außen nicht ganz so toll aussieht, aber dafür glänzt sie von innen in ihrer wahren Pracht. Die Innenarbeiten, sprich die Fresken und die Stuckarbeiten, übernahm Johann Baptist Zimmermann, der Bruder des Architekten. Für die Innenarbeiten hat es dem Abt in Bad Schussenried schier die Sprache verschlagen, denn es kostete einiges mehr als ausgemacht war und dadurch verlor er sein Amt. Hier die 10 Säulen, die die Decke halten, wunderschön verziert. Und hier vorbei am Gnadenbild, das viele tausend Besucher immer wieder anlockt an Feiertagen. Mit meiner 360-Grad-Kamera Insta360 One X2 kann man schon interessante Kamerafahrten machen. Und hier das Deckenfresko, gemacht von Johann Baptist Zimmermann. Er brauchte dafür ein geschlagenes Jahr und dieses Fresko zeigt Maria mit den 4 huldigenden Weltteilen. Ich bin ja nicht so der Kirchengänger und auch Kirchen allgemein interessieren mich nicht so viel, aber diese Kirche hat's in sich. Wunderschön von innen, kann ich nur staunen und es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Jetzt kann ich auch verstehen, dass diese Kirche die schönste Dorfkirche der Welt genannt wird. Die Kirche ist auch frei besuchbar und hat eigentlich tagsüber immer offen, auch an Werktagen. Von Weitem sieht man sie schon. Für das kleine Dorf Steinhausen, das nicht mal 1000 Einwohner hat, ist das doch eine beeindruckende Kirche.
Ja, und das war's mal wieder langsam mit einem kleinen Film von der schönsten Dorfkirche der Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr keinen Film mehr. Oder gebt mir einfach einen Daumen nach oben, freut mich auch. Vielen Dank, bis dann, euer Markus Heine.